Willkommen im nächsten Part von La Mulana, hier wieder in der Version Dead Edition, oder wie soll man es nennen? Nee, in der Kafka. In der Kafka Edition, ja. Mit ganz viel Kaffee und Ducks. Ein guter Ducks. Duck, 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 Duck. Der deutsche Aktienindex. Mit dem deutschen DAX. So. Muss ich erstmal rausfinden, wo die Kackwelt war jetzt eigentlich. Wahrscheinlich auf der Rückseite irgendwo. Ich schätze mal hier 9, 8, 7, nein. 6 auch nicht, nee, 5, nein. 4? 4. Ja. Okay, weiter geht's. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt erstmal nach links. Version wirklich nicht so geil, oder? Ja, stimmt, wir haben jetzt die alte Musik, ne? Wir können es ja mal lassen, ein bisschen. Ja. Eine Kifte. Kann sein, dass das schon broken ist, Dings? Was? Die Wand hier. Das ist normal. Nee, also. Ist normal. Okay, den Song höre ich in der Version auch zum allerersten Mal überhaupt, glaube ich. Ja, die Art und Weise, wie die zweite Version ist, ist halt auch generell besser. Hm. Okay, wir wollen da von unten rein. Ist es was? Du lachst mich aus. Hallo? Du laberst mich hier. Du laberst mich an. Autsch. Autsch. Nein! Ich lese vor. Monty sagt. Oh Mann. Nein! Oh, wie hast du das hineingetan? Ich finde, dass der Ausraster hätte da bleiben müssen hier. Weg mit dir, du niedere Lebensform! Oh. Das ist so geil. Kann ja bei mir rein. Ich kann dir gerne neue Soundfiles aufnehmen. Wenn mir irgendwas Dummes einfällt, ja, mache ich. Willst du eigentlich beim Aufnehmen denn auch wieder mal sein? Oder will ich das denn mal? Kann ich theoretisch schon, ja. Okay. Einzig interessant, die only one of them has a pure heart. So. Das ist nicht verschwunden zum Glück. Das hört sich sogar ganz gut. Mein Gott, das hört sich sogar ganz okay an, der Teil von der Musik. Das ist ganz nice. Wie ist der Fernseher? Ist eigentlich immer dasselbe. Ja. Ich habe gerade irgendwie was mit Dancing da gelesen und dann ist mir eingefallen, da war ja das in der sechsten Welt. Dancing Queen. Genau. Das ist ein gutes Lied. Oh Mann. Richtig schönes Lied, ja. Ist wirklich ein gutes Lied. Meine Arbeit ist mega nice. Echt? Okay. Was denn du für ein Geschmack, bitte? Mein Geschmack ist Nintendo. Ja, der ist jetzt beleidigt, der will mich jetzt die ganze Zeit umbringen. Was war's essen? Ja. Jetzt lacht er mich schon wieder aus. Nein, ich überleg gerade nur wegen. Achso, ist ja ein dummen Soundfiles. Musst du auch wieder schön übersteuern lassen, wie bei dir. Sich so richtig widerlich, so richtig Ohrenkrebs anhört. Oh, das wird geil, Alter. Okay, ich muss sowas von dabei sein. No. Na gut.
Das ist irgendwie komisch. Ist der Schiedsrichter kurz, wo der auf den Schwanz getreten, wie er abgepfiffen hat. Da war's. Könnte doch ein musikalischer Furz sein. Hast du das verschwingt schon gelesen? Das habe ich schon gelesen, ja. Auf den Turm hinauf. Shit. Okay, lass mich überlegen. Kann ja mal versuchen. Oder auch nicht. Ah, unsichtbare Gegner. Genau. Alter. Wo ist der? Warum existieren die? Warum sind die unsichtbar? Oh mein Gott. Ich kann die halt nicht sehen und ich habe ja auch einmal Enter gedrückt und da waren die nicht. Du musst die Augen aufmachen. Ja, genau. Ja, da ist irgendwo was Blaues. Wenn du die Augen zumachst, dann kannst du natürlich nichts sehen. Mich eigentlich verarschen. Alter. Die haben sich gestackt. Sehr schön. Man sieht ja wirklich nichts. Man sieht nichts. Ja. Ich weiß halt aber auch nicht, wo der. Oh mein Gott, Junge, das ist wirklich dumm, Alter. Das ist wirklich dumm. Oh, endlich. Ich will ja nichts mehr helfen, ne? Das. Ja, sehr nett von dir. Ich sag, nee, ja. Ich, ja, nee, komm. So. Wie Medusa ist diese Gesichter von denen. Wunderschön. Hättest du Bilder von dir reinmachen müssen. Ja. Wie in den späteren Gebieten habe ich nie gemoddet, weil wir. Oh. Ja, weil damals, als ich es gemacht habe, noch nicht waren. Sind nur die von den ersten Gebieten gemoddet, die Gegner. Mhm. Also gemoddet, die Texturen halt ausgetauscht. Alter, die Medusa-Herz, Alter. Du bist jetzt bei der ersten Ebene vom Turm, ne? Ja. Ich hab doch Junge, Alter. Junge! Ich fick dich und deine Mutter. Du musst mal auch mal Mädchen sagen, sonst ist nicht Gender equal. Ja, stimmt, ne? Muss ja gendergerecht Mädchen. Sein. Mädchen! Gendergerecht. Gendergerecht. Oh, da ist der Master Key. Kleine Pyramiden! Immer besser, Alter. Hey, komm, Fischi. Mach dich nützlich. Es ist sogar wirklich nützlich. Die tanken überhaupt nicht, also finde ich nicht. Alter, chill. Was ist, falls du gleich runterfällst und in die Teile respawnst? Das wäre nicht schön, sagen wir so. Alter! Er lacht da so komisch, deswegen habe ich so vermutet, dass das nicht passiert. Nee, ich lach nur, weil ich meinen Schwanz gesehen habe. Der ist so klein. Achso. Einzig ist der Best. Ist Weg zur Besserung. Ich bin echt nicht so zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Feels bad, man. Feels bad. Also, wenn er steif ist, bin ich schon zufrieden, aber sonst ist irgendwie, denke ich mir schon so, wenn er so hängt, dann denkt man sich schon, das kann ja nicht wahr sein, oder? Hey, ich könnte gerne mal über eure...
Situation. Ernsthaft? Oh, okay. Das ist ja richtig lame, Alter. Der Turm ist ja mega, sieht mega kacke. Aber hey, wie spawnen die Gegner nicht? Ja, das ist ein gutes Zeichen. Zumindest noch nicht. Weiß ja nicht, dass es so bleibt. Oh mein Gott, dieser... Alter. Ist ja Opa Gicht am Start, oder? Kann man die Controls eigentlich selbst setzen oder sind die fest? Ja, ja, kann man es setzen. Ja. Aber für die Grappling Claw ist das halt blöd, wegen, weil man die mit in die Richtung, seltsame, wo man sich grappen will und oben machen muss. Und dann abhüpfen muss man in die andere Richtung und das beiden gleichzeitig loslassen. Das ist mit dem Controller sehr schwer. Das haben sie im Remake auch viel besser gelöst. Ich habe mich halt gewundert, ob die Steuerung, wie Monty sie eingerichtet hat, halt der Standard ist. Ja, ich habe nichts geändert. Also. Auf der Tastatur. Man könnte dir auch mit Controller, aber. Ich mal. Das ist. Och, come on. Statt Pfeiltasten WASD. Ja. Ja, das kann man leicht machen, ja. Das habe ich sogar damals auf meinem alten gemacht. Weil ich finde es angenehmer, wenn man mit der linken Hand den Kräfter steuern kann. Ja. Das macht in meinem Kopf ein bisschen mehr Sinn mit, aber. Ich finde das zum Beispiel überhaupt gar nicht. Ich bin ja PC-Spieler, also. Na, ich sag bei sowas immer total ab. Ups. Merkt man auch bei Terraria. Ja, jetzt kommt ja irgendwie dieser scheiß unsichtbare Gegner, Alter. Als ob die da einen unsichtbaren Gegner platzieren, Alter. Ja, wahrscheinlich kennt der Manuel irgendeinen Trick zu den unsichtbaren Viechern. Ja, ich kenne natürlich alles. Allwissender Manuel, sag uns den Trick. Oh, hate my life. Mir ist das schon. Konfuzius sagt, du wirst den Trick in deiner Seele finden. Wow, das ist hilfreich. Wenn du ganz genau schaust. Ich glaube, mit Seele meint er deine Tasche. Oh, du machst einen Fehler und fällst wieder runter. Ja, komm, es ist schon, das ist echt giftig, was du machst, doch. Was ist da giftig, hä? Giftig. Oh mein Gott. Ist so schwer, das also ist das nicht. Wenn du bei deiner Grappling Claw verkacken willst, das würde ich verstehen, weil die sagt, aber. Das Nazi-Schwert. Da ist er wieder! Okay. Alter, das ist ja so übertrieben. Ich will mich nicht nur in der nächsten Ebene noch mehr kommen. Von der unsichtbar. Nee, so weit nach oben geht's gar nicht mehr, glaube ich. Einmal noch, wahrscheinlich. Ja. Yay! Voll Leben. Hey, level up! Oh my shit, Junge. Das wäre jetzt lustig gewesen. Das hätte ich sehr lustig gefunden. Ja, das kann da ich mir denken. Da hätte ich gehahart. Gelollt. Gelollt. Geroffelt. Ja, geroffelt. Ja. Hätte ich lull in den Chat gespammt. Junge, das ist so lame, Alter. Oh, lol. Warum spammen die diese scheiß Medusa-Heads hier rein? Die haben eh einen Pattern, bitte. Die spawnen eh immer gleich. Ach so, und wenn ich noch nebenbei andere 1000 Gegner besiegen muss, dann ist das fair. Ist ja wieder Opa Alzheimer. Kann sich auch wirklich über alles aufregen, komm. Ah. Dieses Spiel wurde wahrscheinlich zu der Zeit gemacht, wo man dachte, Pfeiltasten steuern wäre noch eine gute Idee. Gut, 2005. Ja, kommt hin, ne? Ja. Also ganz Anfang von Indie-Spielen, ja. Ach so, ah ja. Und versuchen ja einfach den zu ignorieren. Das versuche ich gerade. Ah! Gut gehabt.
Alter, ich muss da lang, oder was? Wahrscheinlich muss ich da lang, aber... Das trifft nicht mal von da aus. Oh, es ist lame. Warum fällt man da ganz runter? Es ist echt so hoch, kommen die Gegner respawnen nicht. Ich meine, ich mag die Stelle auch nicht, aber... Dass man irgendwann dann Game Over geht. Scheiße, Leute. Was ist, wenn die dort respawnen würden? Sehr belastend. Dann wäre jetzt auch nicht so schwer, ist die Stelle jetzt auch nicht, auch wenn sie respawnen würden. Ja, wäre es halt ein bisschen höchstwahrscheinlich. Ich spamme halt meine ganzen Waffen jetzt weg an denen, also... Immer genau in dem Bereich, Alter. Schlägt wirklich zu. Muss man behandeln lassen. Die Hand sicher schon aufgebläht wie so eine Luftblase. Da kommen wir halt echt nicht hoch, scheiße. Oder nur ganz knapp. Es ist so schwer, sind ja diese Rotorteile auch nicht. Diese Gesichter. Ja, aber die ganze diese Medusa hätte sich von hinten da ankommen, wenn du einen angreifen willst. Es ist, als ob das der schwerste Endboss aller Zeiten wäre. Schwerer als der Boss vorhin. Gefühlt schon. Einfach nur wegen der Medusa-Herz. Sieht so ein bisschen aus wie hier die Gremlins. Also vom Gesicht her. Natürlich reicht das nicht. Oh. Ja, es war einfach. Ah! Da bist du wirklich selber schuld. Alter. Wissen, wie weit ich. Ich will halt wissen, wie weit ich gehen kann. Ob ich da nicht doch treffen kann. Na gut. Wow, ernsthaft? Also jetzt mal ehrlich, Alter. Das ist doch Betrug, Alter. Das ist doch einfach nur Betrug. Der wird noch nicht angehalten. Ja, Bosse werden, glaube ich, nicht angehalten. Wow, Alter, das ist wirklich. Jetzt mal alles verballern hier. Siehst du, dass du eh schon drei von denen besiegt, locker easy. Was ist das Problem an dem? War das mal wirklich ein Boss, ein richtiger? Ich nicht mehr so viel habe. Nee, aber so ein. Nee, ist halt ein größerer Gegner, sag ich mal. Du hast gleich keine Fische mehr. Ich weiß. Ist doch immer neben, daneben, oder? Alter. Die spawnen die ganze Zeit. Ich hab halt keine Fische mehr, sonst würde ich die ganze Zeit spammen einfach. Oh Mann. Was ist denn mit der Peitsche? Oder der längeren Waffe? Oh. Wenigstens da war es irgendwas. Achso, jetzt darf ich da durchlaufen. Na super. Aber die Medusa Head spawnen auf jeden Fall, das freut mich. Die Medusa. Die Me Too Head. Scheiß. Me Too. So schauen sie aus. Die haben viel erlebt. Wenn die aufhören würden, da oben zu spawnen, jetzt mal. Junge. Ist der Weihnachtsmann da? Der hat mir Sachen in den Stiefel getan, voll cool. Wer hat die Sachen in den Stiefel getan? Ein Hundehaufen. Das ist aber nicht Nikolaus, das nennt man Streich. So Kinder. Oh mein Gott, hate my life. Typisch Andy. Das war eine halt coole Sendung. Nein! Ich hab gerade richtige Lags. Das vergeht gleich wieder. Ja, klar. Also dich hört man noch gut. Okay, das ist gut. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Bei mir hängt's immer, dann zieht's nach, ganz schnell. Alter, dieser Sprung, ne?
Den musst du doch mindestens ein paar Mal machen, ne? Ja. Wo biege ich wieder? Ich drück doch nach oben, Junge! Was ist das? Zum Glück halt Parsec nicht an. Das wäre noch schlimmer. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr, Alter. Na ja, schön. Finde ich sehr schön. Die Folge soll es einfach nur ein Turm, ne? Mhm. Weil mehr passiert ja nicht. Ja. Was kicherst du so? Die Musik immer, das Pfeifen. Da war es wieder nicht schön. Wenn man wirklich drauf achtet, ne? Ja. Wenn du es so weitermachst, dann schaffst du es nicht, bis der Pfleger kommt. Opa geht. Was meinst du überhaupt mit Gicht? Mit Gicht will man sicher schlecht spielen, oder? Was ist das denn? Wir schwellen durch die Dings an, oder? Die Hände zum Beispiel. Wie geht das, Alter? Oder Hände und Beine schwellen da doch richtig hart an. Alter, wie soll das gehen, Alter? Also es ist auch das, was Monty immer oft sagt, wenn er Fettfinger, dass er in Wahrheit gerade Gicht entwickelt hat. Ja, genau, da hat er das Fettfinger, das ist die Gicht, ist das. Dann war kurz Gicht. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, die Sprünge sind nicht möglich, die du da versuchst. Ja, was soll ich denn sonst machen? Kannst du so springen? Nein, kann ich eben nicht. Weil die Engine in diesem Spiel kacke ist, Alter. Immer auf die Engine schieben. Was? Die Sprungphysik ist ja kacke. Das Ende bin ich voll an NES. Obi-Gicht schiebt alles auf die Engine. Ja. Wow. Okay, du musst es auch noch spielen, ne? Ja. Yeah. Die Engine. Ich weiß. Von 1870. Oh. Ich stelle mir die Steuerung gerade noch nicht so behindert vor, wie du sie darstellst. Die Steuerung ist halt wirklich nicht so schlecht. Man muss sich halt gewöhnen kurz mal, ja, beim ersten Mal spielen, weil ich finde, wenn man ein paar Mal spielt, ist nicht schlimm. Junge, also das wirklich macht den Sprung immer noch nicht besser oder so. Ey, du stellst dich auch komplett, also... Junge, du musst bei dem Sprung richtig hoch ranspringen, Alter. Du stellst dich auch wieder an, wie wenn nicht... Ne Nonne ohne Unterteil. Mann. Festhalten. Ich weiß nicht, wann ich springen muss, dass der irgendwie höher kommt. Oh, der soll sich halt auch festhalten, Junge. Oh, schade, das wäre jetzt gut gewesen, weil ein Medusa-Hit. Oh, schon wieder der, die Butterecke. Ist belastend. Durch die leichteste Stelle am Turm, bitte. Du verkackst hier hart. Hast du eigentlich schon mal geguckt, ob du die Plattform in der Mitte durchspringen kannst? Welche Plattform? Da, wo du immer startest, also, ob du da irgendwie in der Mitte durchspringen kannst. Nein. Das wäre es gewesen. Dann wäre ich wütend auf Manuel, weil der nichts gesagt hat. Ja, wieso soll die was sagen? Das ist ein wie... Gut, da sagt er nie was. Wenn man einen Hänger hat. Wenn man Hände hat, sage ich nie was.
Er springt wieder nicht. Wenn ich so weiter gehe, kriege ich wirklich noch Gicht, Alter. Ja, wenn es jetzt noch länger dauert, dann sitzen wir wirklich, bis wir alt sind. Ich bin nämlich schon mal Marianum, okay? Ja. Das ist so dumm, das ist natürlich. Das tut natürlich jetzt weh im Herzen. Ich würde mich da ärgern, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte schon das Keyboard geschlagen. Aber so einer ist ja Monty nicht. Monty ist nicht ein vernünftiger Mensch. Ja, nein, das will er nicht tun. Der sich von solchen Situationen nicht unterkriegen lässt und entschlossen weitermacht. Ich fühle, da ist noch viel Luft nach oben bei der Wutskala. Das Wasser ist auf 1 Grad. Das kocht noch lang nicht. Oder Gichti, das ist los. Oh Mann, Alter. So, ein Arsch offen hast du. Ja, du stellst dich halt auch wirklich an, komm, immer bei dem Spiel. Das ist halt wirklich nicht das Spiel, sondern du stellst dich immer an. Sagt Manuel, der den Wandsprung da nicht hinbekommen hat im First Try. Ja, als ob das. Ja, ich komm. Krieg's nicht hin, da ist Feuer. Ja. Jesus ist auch übers Wasser gegangen. Muss ich das jetzt auch können? Ja, hallo. Das letzte Mal, als ich durchs Wasser gelaufen, übers Wasser drüber gelaufen bin, ne? Das ist letzten Sonntag. Ja. Am Palmsonntag. Naja. Junge. Wahrscheinlich gibt es dann irgendeinen so kleinen Trick oder so. Und die sind unsichtbaren Gegner. Denn ihre Existenz ist einfach purer Dreck. Das ist sehr schön. Das ist einfach sehr schön. Ich finde es beeindruckend, wie gut dieser Vogelmensch fliegen kann. Ja, gar nicht. Fang jetzt aber nicht an, wieder hier zu failen, okay? Ja, jetzt ist schon lächerlich, bitte. Komm. Das ist wunderbar einfach. Das Beste wäre, wenn oben dann nichts wäre. Ne? Wenn du hier mehr als einmal hoch musst. Ja, das wär's. Ich habe irgendwie das Gefühl, Manuel kennt hier einen really easy Trick, mit dem er da hochkommt. Ah. Im First Try. Hast du schon mal was gedrückt war da? Warte mal. Oh. Ah. Das ist doch so ein unfairer Scheiß. Das ist Absicht. Diese so Scheißentwickler. So eine Lusche, bitte. Wie kann man diese das nicht Scheißentwickler. Versuchen? Alter. Bist wirklich Opa Demenz. Opa Demenz. Ernsthaft? Alter. Ich hab so gehofft, dass du da hingehst. Ich hab so gehofft. Ich hab gebetet. Das ist scheiße, Mann. Das ist so scheiße, ganz ehrlich. Ich hoffe, die Gegner sind respawned. Bitte. Oh nein, Alter, bitte nicht. Doch. Ich fühle schon die. Nee, schaut aber nicht so aus, glaube ich. Schade. Ja, also asozial dürfen die jetzt auch nicht sein. Es muss auf der zweiten Ebene wäre das ja, wenn. Wie konntest du das nicht versuchen mit einem Doppelsprung, bitte? Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, Alter. Ja, schade, okay. Jetzt, wo man es weiß, ist es eigentlich voll offensichtlich. Ja, total einfach, bitte. Ich habe gesagt, das ist wirklich die einfachste Ebene zum Hochhüpfen von allen. Das sind die schlimmen. Jetzt, wo man das so sieht, passt. Ich freue dem Ding wieder nicht mehr. Ah. Das ist auch noch da in der Mitte heruntergefallen, das ist so wunderbar einfach.
Ist halt einfach, ist perfekt gewesen, sehr schön. Du hast das gerade eine halbe Stunde lang versucht. Oh, Junge, was ist das? Alter. Das war ein Skelett. Das ist so scheiße, Mann. Das war wirklich schlecht. Das war ein Skelett, bitte. Junge. Ein einziges. Mädchen. Warum respawnen die Scheißgegner da? Das fuckt mich ab. Warum zum Fick respawnen die, wenn ich einen Raum dann drüber bin? Ah, Alter. Ja, OP. Oh, super, der respawnt auch wieder. Hey, du hast einmal oben die Ebene gesehen, ist doch schon mal cool. Und du weißt, wie du da hier weiterkommst. Na, ich kann nicht neu starten. Es war schon mal gut. Du warst oben. Der Puls beim OP eh gut. Ich will es lieber nicht herausfinden. Oder ist Herzalarm, ist ein ich weiß nicht, wie, ich weiß noch nicht, wie lange das Herz noch durchhält. Die Chance um Herzinfarkt schon wieder. Das wäre schlecht. Ich glaube, das Hörgerät ist rausgefallen. Schon wieder. Echt bitter. Ich wäre jetzt auch so gern dort. Einfach nur doof hinstarren. So biege ich. Ja komm, du war ein Skelett. Du hättest einfach einen Schurken hinhauen können oder so und das wäre umgefallen. Oder ein Wurfmesser, das wäre sogar leichter gegangen, weil es läuft ja am Boden. Aber wir sind ja gleich wieder oben. Wir sind gleich da. Noch ein bisschen, dann sind wir im Heim wieder. Gibt's dann Bingo-Abend. Eine gute Nudelsuppe. Ja, die dritten Beißer, die machen es nicht mehr so gut, oder? Hast du Lust auf Bingo? Also ich hätte schon mal Lust auf Bingo. Ja, ich hätte auch voll Lust auf einen Bingo-Abend. Letztes Mal gab es ja fast ein Bingo, oder? Ein Bongo. Donkey Kong Bongo. Ja. Ein Donkey Kong Mongo. Monkey Dong? Dongo? Nee. Kannst du das Hörgerät wieder hineintun vom OP? Nee, ich fasse ihn lieber nicht an. Doch, fasse ihn mal an. Ich glaube, jetzt ist die beste Zeit für eine Liebeserklärung. Genau. Jetzt hat er sicher Lust. Ja! 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 Oh, ich glaube, Ute kocht. Was gibt's denn? Gicht. Komm, Ute. Ich will deine zärtliche Stimme wieder hören. Ist doch dein Kochkanal. Ich hab letztens wieder gute Bohnen gemacht mit Linsen. So gut.
Oh Mann. Manu, ich hab da so eine ganz schlimme Vermutung. Was denn? Wenn er oben ist und das Skelett ihn nochmal runterschaut. Oh, das wäre so lustig. Also das wäre wirklich verdammt funny. Ich hoffe, also... Nein, also hoffentlich, aber es wäre schon sehr, sehr lustig. Das ist dieser Moment, wo ich wünsche, ich wäre hier mit dem Raum drin. Oh Mann. Wisst ihr, wie fucking easy das war, bitte? Du hast dich angestellt wie... Ja. Wie Gichtinger. Der Obergichter. Und jetzt immer noch hinunterfällt, das wäre so lustig wegen der Steuerung. Würde mich totlachen. Ja, bitte, Feind. Da brauche ich ja nicht mal das Scheißding. Ich habe keinen Bock, die Scheißplatte zu lesen. Ich will da nicht runterfallen, aber nicht nochmal. Kannst du dich auf Discord umbenennen? Nein. Opa Gicht? Ja. Den ganzen Kanal umbenennen. Ich lese vor. Monty. Opa Gicht 64. Nein, nicht Gicht 64. Nee, Gicht zieht sie vor. Geicht. Das heißt ein Gicht auf Englisch. Ich lese vor. Monty Sack. Gout. Gout 64. Würde ich gut finden. Mach das mal. Das würde ich sehr lustig finden, ja. Man kann sie öfter umbenennen. Ich habe eine fantastische Idee, kannst du ja gegen die Statue schlagen. Ich lese vor. Monty sagt. Hast du das zum Hart genommen? Take this too hard. Keine Ahnung, Alter. Ich lese vor. Monty sagt. Danke. Ich aus der Vergangenheit. Das hat jetzt mal wirklich gepasst. Das ist ein wunderschönes Spiel. Ja, ich auch. Ist so toll. Wo ist mein Fuß eingeschlafen? Das zielt gerade richtig. Oh. Blitz, 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 Blitz. Lightning, Lightning. Wir wollen ihn sehen. Ja, keine Ahnung, was ich hier machen muss. Wie würdest du dem Spiel halt zutrauen, dass es manche Statuen gibt, wo man tatsächlich gegenhauen darf? Tja, wahrscheinlich bei der nicht. Wenn es sowas wäre, dann wäre ein Hinweis irgendwo. Also komplett random ist sowas nicht eigentlich.
Dann wird schon eigentlich stehen. Nicht eine Statue ist aus nicht Kupfer oder so, die kann man schlagen. Irgendwas ist hinuntergefallen. Keine Ahnung was. Eigentlich, ja, es ist halt, die Hinweise sind halt oft so kryptisch, dass man sie nicht versteht, das ist halt das Problem. Einmal auf den Kopf scheißen, ist wie ein Vogel. So ein weißes Pellet, ab, oh ja, da ist die Vogelscheuche. Ja, aber keine Ahnung, was soll ich jetzt machen? Im linken Bildschirm oben zur Platte und dann vielleicht noch links weiter. Wo zur Platte, was? Beim Turm oben, da war doch noch die andere Platte, die du nicht lesen wolltest. Ja, die will ich jetzt immer noch nicht lesen. Wenn ich da runterfall, dann mache ich den Part zu Ende und dann war's das. Mit der Aufnahmesession, das sage ich euch. Manuel, ist da was, wo ich runterfall? Du musst halt herausfinden. Ich habe ein Playful davon gesehen, aber von dem Spiel. Aber der Part ist zu Ende. Halt. Der Part ist zu Ende, wenn ich herunterfall, auf jeden Fall. Ja. Dann wäre halt zu Ende. Es wäre schade, aber wenn du, so eine Pussy, wenn du so eine Pussy bist, wenn du ein paar Mal stirbst, ist natürlich dann bitter. Das ist so schön, wenn man noch ein bisschen salzen kann dann, die Wunde. Das tut immer gut. Fehlt dir nach dem Lesen direkt der Weg zu gehen. Monty sagt. Das soll allerdings sein. Das Skeletti. Ja, okay. Ich schon Funny gefunden. Vielleicht die Peitsche? Mal etwas. Oh! Die Nazi-Keule macht auf. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Schlag mal da irgendwo gegen. Ja, warte doch. Kommt gar kein Geräusch.
Tja, und jetzt? Wenn du nicht weiterkommst, ist es natürlich schade. Ja. Musst du woanders weiter suchen? Nein. Was denn? Nein. Wenn du hier was findest, kannst du natürlich auch gerne hier weitermachen. Mario, ich habe da irgendwie so eine Vermutung, dass du irgendwie wusstest, dass man hier oben vielleicht doch noch gar nichts machen kann. Nein. Wusste das nicht. Ja, du hast das Spiel schon durchgespielt. Das ist, ja, ich kenne natürlich das Spiel. Das Ding ist, ich nehme halt meistens auch schon Sachen mit, weil ich es halt kenne. Erstmal am Finger riechen. Zieh mal am Finger. Dann hebt die Statue sicher ab. Da liegen so eine Statue, kommen wir auf jeden Fall durch. Das sieht man. Das ist korrekt, ja, siehst du? Jetzt hier. Ich komme da ja aber nicht durch. Ich weiß, dass Dr. ich da durch bin. Blind. Das ist das Problem. Scheiß Platte, Statuen verschwinden hier nicht. Und dagegen schlagen will ich halt. Oh, scheiß drauf. Darf dagegen schlagen, ernsthaft? Oder was? Ich glaube, das hast du nicht getroffen. Wahrscheinlich Glück, jetzt krieg ich Schaden. Ja. Du hast hier beim Arm eben nur ein bisschen die Haare gekrümmt. Ja. Ist also ein bisschen den Unterarm massiert. Natürlich respawnen die. Da geht's auch nach unten. Wie cool wäre das, in ein neues Gebiet zu kommen? Boah. Was stelle ich mir vor? Ganz neues Gebiet, neue Musik, oh, neue Gegner, wäre das cool. Aber wenn man die Rätsel nicht löst, ist dann echt scheiße irgendwie. Richtig schön arschlogig sein ist. Jetzt vom Skelett immer hinunter. Oh. Das hätte ich jetzt gut gefunden. So kurz vor Rage-Quit war das so. Ja, das war wirklich. Hab schon gespürt. Den Schrei. Bis hierher. Die Winner-Sensation. Oh, da ist wieder die europäische Flagge. Okay, da ist sie. Das ist lustig, dass einen die auch halt. Haben sie später anders gemacht. Ich lese vor. Monty sagt. Ja. Gut. Geht's. Oh. Nee, doch. Nee. Ah, nee, doch. Nee. Doch, ich. Ah, doch, da geht's hin. Da, okay. Ach, und deswegen steht auch. Okay. Thank you.
Wie ist eigentlich gerade der Gesichtsausdruck von OP? Verwirrung mit einem Teil von genervt. Okay, sehr schön. Also so wie immer, meinte er schon. Eigentlich hätte die Facecam anmachen können, oder? Das wäre gerade bei dem Turm so gut gewesen, wie du hier gemerkt hast, dass du da einfach doppelt springen kannst. Das hätte ich gern gesehen. Live. Sind sicher die Augen gewachsen wie in einem Anime, oder? Diese riesen Anime-Augen. Nani? genau, ist hier im Kopf gewesen. Du hast sogar ein Sekret gefunden. Bin stolz. Eigentlich nicht, aber. Du hättest das Erdloch gab. Ja, wohl nicht, sagen nicht. Ich will jetzt nicht mehr so viel die am Arsch kleben, wie so eine Klabusterbeere. Oder Winterkirsche, wie man es nennen will. Tollkirsche. Na schade, dass die Hand dann nicht blitzt. Eine Fußmassage will die nicht. Das hat die nicht gesagt. Das ist natürlich echt schade, wenn du jetzt hier nicht weiterkommen würdest. Also ich weiß es jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich lese vor. Monty sagt. Ich lese vor. Monty sagt. Also ich hab's schon damals gewusst, aber es stimmt halt wirklich. Was geht denn durch deinen Kopf gerade, hä? Ich weiß nicht, was ich machen soll, keine Ahnung. Okay. Es gibt noch 15 andere Gebiete oder so. Ich muss jetzt schon mal so ein bisschen auf zwei Beinen stehen. Auf der einen Seite bist du Opa Gicht und auf der anderen, nicht, Fötus. Demenz-Fötus. Demenz-Fötus. Von der Art, wie du die Secrets löst. Nintendo streamt gerade. Wer? Nintendo? Ja. Und was Arms. Ein Arms-Event streamen die. Hm. Ja. Und ein August-Update für Animal Crossing. Oder? Nee, ist einfach nur so ein dummes Video. Oh lol, was ist mit dem Rochen los? Animal Crossing habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Und eine Zeit lang jeden Tag und irgendwie ist dann irgendwie ja. Echt. Irgendwann ist langweilig. Schaut es hier eigentlich aus? Achso, wir sind immer noch bei dem. He who leaves this land, take this to heart. We cannot grant the mother's wish. Which child are you? Lol, man kann den Arm wirklich einfach angreifen.
Wie lange ist eigentlich der Part? 50 Minuten. 100 Stunden ist er schon. Tja. Das war's mit dem Part. Bis zum nächsten Part und ciao.